Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns auf dem Kanal. Heute wieder mit dem Thema E-Bike-Zubehör, Fahrradzubehör. Ich freue mich ganz besonders, euch eine Neuerung von Ortlieb vorzustellen. Jeder, der den Kanal ein bisschen verfolgt, weiß, da schlägt ein bisschen mein Herz dafür. Vor ungefähr einem Jahr habe ich bereits den Ortlieb Vario PS auf der Kollektiv mit euch erkundet. Hier oben habe ich für euch das Video auch nochmal verlinkt. Da könnt ihr euch über den informieren. Denn heute geht es, wie der Titel schon sagt, um den Nachfolger oder eine neue Variante ist es ja eher, und zwar um den Vario PS Small. Diesen habe ich auch hier am Fahrrad schon mal montiert, euch mitgebracht. Wer sich noch nie damit beschäftigt hat, was zeichnet den Vario PS Small oder generell den Vario PS aus? Und zwar ist das eine Fahrradtaschen-Rucksack-Kombination, die ihr in wenigen Sekunden mit ein, zwei Handgriffen von einer klassischen Fahrradtasche in einen Rucksack verwandelt. Das Ganze funktioniert über die sogenannte Flap, die Ortlieb sich hier ausgedacht hat. Die wird mit einem Haken an der Seite, könnt ihr die aushaken. Einmal um die Tasche drumherum wickeln. Mit ein bisschen Übung läuft das dann auch geschmeidig. Auf der anderen Seite wieder einhaken. Und schon habt ihr, naja, ich würde mal sagen, 3-4 Sekunden eure Fahrradtasche in einem handelsüblichen, ganz normalen Rucksack verwandelt, mit dem ihr jetzt zum Beispiel in der Stadt shoppen gehen könnt, eure Einkäufe reinladen und wenn ihr dann wieder beim Fahrrad seid, einfach anheften, das Ganze wieder rückgängig machen und schon kann die Reise losgehen. Ihr habt einen Rücken frei, keinen verschwitzten Rücken. Die Last liegt auf eurem E-Bike. Das muss ich quasi damit rumschlagen. Wie ich finde, eine super geniale Lösung. Schauen wir uns jetzt den Vario PS Small auch nochmal im Detail an, was ihm jetzt genau auszeichnet. Ich bin gerade hier im Rucksackmodus, nenne ich es jetzt mal. Da habt ihr hier eine gepolsterte Rückenfläche, die ist auch noch mal ein bisschen verstärkt. Das auch ein bisschen durch diese Ausbeulungen kriegt ihr hier schön Belüftung, dass es auch angenehm zu tragen ist. Ihr habt einen Brustgurt integriert, den ihr auch noch mal hier in der Höhe verstellen könnt, je nachdem, wie es für euch angenehm ist. Ansonsten ist es ein klassischer Rucksack, der hier auch noch mal einen Tragegurt hat, mit dem ihr das einfach dann auch gut transportieren könnt. Wenn wir den Vario PS Small nochmal umbauen zur Fahrradtasche, dann ist auf der Rückseite hier das allseits bekannte Ortlieb Quicklock 2.1 System verbaut, wie an fast jeder handelsüblichen Ortlieb-Tasche auch, was ihr an einen beliebigen Gepäckträger einfach anpassen könnt ihr quasi hier hochmachen, verstellen, wie ihr es gerade benötigt. Ihr könnt auch hier den Haken mit einstellen, dass es quasi während der Fahrt nicht ausschlingt. Und so passt es, würde ich sagen, locker an 90%, wenn nicht sogar mehr Prozent der Fahrräder und E-Bikes, die da draußen rumfahren mit dem Gepäckträger. Hat sich über Jahre bewährt, braucht ihr also keine Gedanken machen. Das Ding ist auf jeden Fall erprobt. Die Tasche allgemein ist zu 100% wasserdicht. Ist ja auch quasi das Versprechen von Ortlieb. Einzige Ausnahme bei Vario PS Small ist die kleine Fronttasche, die dann hier zum Vorschein kommt, wenn wir das Ganze zum Rucksack umbauen. Dann habt ihr hier an der Flap, an der Frontseite, eine kleine Tasche. Die ist aus demselben Material, aber durch den Reißverschluss nicht 100% wasserdicht, wie das Ortlieb verspricht. Also hier vielleicht jetzt nicht die Dinge Euroscheine reinschmeißen, sondern vielleicht einen Schlüssel oder das Multitool. Oder was man quasi gerne so dabei hat, einen Schokoriegel, dann wo ihr schnell zugreifen könnt, ist hier perfekt aufgehoben. Meiner Erfahrung nach, die Tasche, einen kleinen Regen passiert da auch nichts, also könnt ihr unbesorgt Dinge reintun. Oben ist es mit einem Rollverschluss verschlossen, den ihr auch mit so einem Haken öffnen könnt, ausrollen. Innen drinne findet ihr dann ein geräumiges Fach mit Laptop-Abteilung, die nochmal abgetrennt ist, wo ihr quasi auch euren Arbeitslaptop, wenn ihr aus dem Homeoffice kommt oder unterwegs seid, dann nochmal ändern könnt. Ein kleines Reißverschlussfach für die Kleinigkeiten unterwegs, ein Portemonnaie, einen Schlüssel, könnt ihr dort ohne Probleme verstauen. Was gibt es noch zu wissen zum Vario PS Small? Das Innenfach könnt ihr bei Bedarf auch einfach komplett rausnehmen. Dann habt ihr eine ganz normale Fahrradtasche mit einem großen Fach, könnt ihr die Dinge verstauen. Insgesamt 20 Liter passen hier rein. Wie ich finde, ist es schon ganz ordentlich. Also ein kleiner Einkauf ist damit problemlos möglich. Was dabei ist, sind auch entsprechende Reduzierhülsen, die ihr dann einklippen könnt, wenn ihr zum Beispiel, wie die meisten haben,
von Ragtime oder so anderen Herstellern dünnere Streben. Könnt ihr also auch dort perfekt auf euch anpassen. Interessant ist natürlich jetzt noch die Frage, was ist der Unterschied zum normalen Vario PS? Natürlich die Größe. Erstmal vorne rein gesagt, das Rückenfach oder die Rückenplatte und auch die Befestigungsplatte, das ist alles identisch. Es ist quasi nur vom Schnitt ein bisschen anderes. Hier haben wir mal das größere Modell der normalen Vario PS, der kommt mit 26 Litern, also 6 Litern mehr daher. Vom System her gleich. Was unterscheidet sie noch? Der normale Vario PS hat hier noch eine Seitentasche. Die ist hier nicht mit dabei. Dafür aber natürlich auch die entsprechende Reflektor-Applikation, dass ihr auch im Dunkeln oder bei Nässe gut gesehen werden. Ansonsten ist es einfach nur ein bisschen handlicher. Ich finde es für den Alltag ein bisschen besser sogar als den großen. Der ist schon ganz schön massiv, sage ich mal. Das hat wirklich eine, wie ich finde, sehr gute Größe, um ihn im Alltag mit zu nutzen, zum Einkaufen zu nehmen. Man kriegt ordentlich was rein. Also ich bin auf jeden Fall Fan. Die Farben sind die gleichen wie auch beim Vario PS. Es gibt das hier im klassischen Schwarz. Damit macht auf jeden Fall nichts falsch. Es gibt dieses wirklich sehr schicke Petrol. Auf jeden Fall sehr beliebte Farbe, was unsere Erfahrungen sind. Und es gibt den noch in dem Räubuschrot. Da seid ihr ganz nach euren Wünschen flexibel. Und dann würde ich sagen, mache ich hier den Verschluss zu, setze den mir auf den Rücken und wünsche euch einen schönen Tag noch. Viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt sie uns unten in den Kommentaren. Natürlich das Abonnieren nicht verpassen. Wenn dann hier wieder neue Ortlieb-News kommt, dann muss ich euch dafür natürlich erzählen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und lasst gerne einen Kommentar da, was ihr davon haltet. Wir sehen uns, bis bald.